Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Live 3 hier auf Dolzenberg mit dem Dino, dem Axel, dem Freezy und mir und unserem wundervollen Team und speziellerweise immer noch auf meinem Hof der Holger. Ja, schönen guten Tag. Ja, wir sind inzwischen beim Dienstag angelangt. Ja, wir waren die letzten Folgen eigentlich am Dreschen, da könnte man so sagen. Wir haben hier wieder ein wunderbares Leihgerät. Und der Tank ist voll. Ein wunderbares Leihgerät vom LU gekommen, die unser, nicht vom LU, vom Händler. Die sich irgendwie als Best Buddies rausentwickeln. Ich hoffe, die machen das nur bei mir. Und nicht auch bei den anderen. Mal gucken, ob es Rohr reicht. Sonst muss ich draußen rumfahren oder ich fahre dann, ich setze um, glaube ich, bevor ich außen rumfahre. Ja, und somit kommen wir nämlich doppelt so schnell voran wie mit unserer ollen Glasmühle, die ich sowieso gerne ersetzen würde. Sehr schön. War ich gerade so. Ja, sind wir jetzt auch gleich durch. Dann fahre ich mit dem Anhänger hoch. Dann laden wir die Bienen voll, dass die wieder schön Honig produzieren. Den Mais bringen wir zum Hilden. Das ist für seine Schweine nämlich stark an. Und dann würde ich gerne mal hören, ob er was erreicht hat bei der ganzen Geschichte rund um Ackermann und der Joghurtfabrik. Weil das interessiert mich tatsächlich extrem, wo wir da gerade sind, an welcher Stelle. Aber ja, ansonsten müssen wir dann das Feld wieder nachbearbeiten, weil das LU ja gerade oben unser Feld 4 fertig macht. Und Mischfutterproduktion geht mal los, weil wir jetzt Heu haben, aber das wird wahrscheinlich Holger übernehmen. Beziehungsweise der müsste ja eigentlich dann, nee, das muss ich dann wahrscheinlich doch machen, weil er ja die anderen Wiesen machen muss, damit wir weiter Heu haben. Weil wir haben jetzt nur mal probeweise so ein Stück Wiese runter gemacht und haben das dann mal gewendet und geguckt, wie weit wir da kommen. So. Soweit der Plan. Ansonsten würde ich halt super gerne die Joghurtfabrik beliefern, aber das geht halt noch nicht, solange der Ackermann da noch drin hängt. Vorher brauchen wir da nicht anfangen, da was reinzukippen. Ja. Na, Holger, hattest du jetzt schon mal was runtergefahren zu den Bienen? Nee, noch nicht. Sind die fertig, das LU, oder sind die noch am Machen? Er ist noch mitten dabei. Okay. Aber so wie es ausschaut, ist er gleich fertig. Aber das ist gut. Das ist gut, das ist gut. Hey, du Sound. Musst du jetzt da stehen bleiben? So. Körner Mais, der wird sich selten freuen, wenn wir ihm das Ding da hinstellen, dann voll mit Körner Mais. Halb voll, sag ich mal. Voll werden wir es mit dem einen Feldchen nicht kriegen, sehr wahrscheinlich. So. Wie weit bist du jetzt, Holger? Ich habe jetzt gerade den Hänger gerade geholt. Fertig, oder was? Wenn ich das gerade richtig sehe, ist der fertig. Und okay. Der Hänger ist jetzt bei 17.200 Liter. Wie viel Prozent sind das? 74%. Oh, ist okay. Das ist okay. Mhm.
Vermesser, ihr Drescher und Schneidwerk sind gewaschen und repariert. Sehr schön. Na, dann sind wir da nochmal ungefähr bei knapp 40% vielleicht. Ja, naja. Ist okay. Da ging es nämlich jetzt doch schneller als erwartet mit dem Leihgerät. Dann sind wir ja doch relativ zügig in 2 Folgen durch. Ich habe jetzt schon gedacht, ich bin jetzt hier 4 Folgen am Dreschen, was ja dann auch nicht so geil ist für euch. Und auch nicht für mich, wenn ich euch nur 4 Folgen das gleiche zeige. Aber sind wir doch recht gut durchgekommen. Kann man sich nicht beschweren. So, machen wir hier schon mal auf. Habe ich 40% gesagt? Wir sind sogar bei 45, 46. Guck mal, der Paul Zimt, der kontrolliert ja. Nee. Björn kontrolliert. Was wir so machen. So. Max, Ja. moin. Ich wollte. Du hast ja sicher gelesen bei What's Farm, dein Drescher ist fertig. Ja. Du kannst aber natürlich den hier zu Ende benutzen, ne? Ne, wir sind. Ich bin gerade fertig. Achso, ich dachte, vielleicht hast du noch ein Feld. Ne, das habe ich vom LU machen lassen. Achso, ja, du hättest ihn noch weiter benutzen können erstmal, ne? Du stellst einfach zurück oder wenn du noch irgendwas anderes brauchst, ich habe ja noch ein normales Schneidwerk dafür, kannst du auch weiter benutzen erstmal. Wir arbeiten ja ganz gern zusammen. Ja, auf jeden Fall. Ich würde sonst mal fragen. Okay, stellen wir uns einfach unten hin. Genau so machen wir's. Du weißt ja Bescheid, wo alles steht. Ja. Und Schlüssel einfach. Den zweiten Schlüssel habe ich ja da zum Umparken. Behalte den anderen mal am Mann, falls du noch brauchst. Ne? Holst du dir weg. Ach, es kann sein, dass die 33, dass ich die noch machen muss. Ja, okay, alles klar, ich sag Bescheid. Gut, bis denn. Jo, ciao. Wo ist er denn, der Helden? Oh, kommt gerade am Telefonieren. Muss man nachfragen, weil am Ende. Ja, hier Rosenberg. Hallo, Mesa. Hallo. Frau Rosenberg, Sie arbeiten beim Herrn Hilton, ist das richtig? Genau, ich wollte eh zu Ihnen kommen. Ich soll irgendwie nachfragen, wie ich am Mais. Kann das sein, dass der Hilton noch ein komplettes erntereifes Sonnenblumenfeld bei sich oben am Hof stehen hat, oder ist das nicht seins? Keine Ahnung. Was wieder? Mit wem redest du denn da im Funk? Der Herr Meser ruft mich gerade an. Stell mal durch hier, mach Ich mal stell mal Gerät. durch. Herr Meser, ich habe den Herrn Schlossberg für Sie. Hilden. Jo. Ja, hast du noch ein erntereifes Feld? Wenn du oben die zwei geerntet hast, bin ich fertig. Ach, diese, die Dings ist nicht hier, die 33 neben deinem Hof. Wem gehört die denn? Pardon. Ja, okay, nee, dann gebe ich den Ich Drescher habe. zurück. Mir gehört die Farbe Rot. Ach so, okay. 30. Marc, da sagst du gerade was. Das gehört. Ich glaube, das gehört dem Guido. Ach ja, da hat ja genau neben dir das Ding gekauft. Na ja, gut. Ne, okay, weil ich habe hier noch ein, ich habe mir einen Leihdrescher bekommen vom LU, vom Shop hier. Ja. Sonst hätte ich den noch einsetzen können. Ansonsten, aber wenn wir nichts mehr haben, dann gebe ich ihn zurück. Ja. Gut, ich habe jetzt, ich komme jetzt hoch. Ich gehe den Mais, wo soll ich den hinbringen? Zu mir am Dingen. Meine Roswitha ist gerade die Schweine am fertig machen. Okay. Brauchen wir nämlich am Mais. Jo, dann ist ja einer da dann gleich, wenn ich komme, oder? Ja. Sehr schön, alles klar. Dann bis Alles gleich. klar, Mesa, danke. Jo, ciao. So. Dann karren wir die Karre hier nochmal nach vorne. Hoffentlich bleibt das da hinten drauf liegen, wie es soll. Ansonsten fliegt es mir gleich um die Ohren. Ja, ich habe es aber auch ein bisschen übertrieben. Bin die schon sehr rasant gefahren, die Kurve.
Aber ich musste ja testen, ob es drauf liegen bleibt oder ob es runterfliegt. Es fliegt runter. Wobei wir könnten eigentlich, wenn keiner guckt, könnten wir so, wie wir gekommen sind, auch wieder vorfahren. Das müsste eigentlich funktionieren. Das wird natürlich scheiße jetzt. Das wird nicht. Mit der Deichsel. Mal gucken, dass keiner lunzt. Weil jetzt haben wir definitiv Überbreite. Aber wenn der Schweiger nicht irgendwo hier im Busch sitzt, soll das keine Probleme geben. Dann schleichen wir uns kurz zum Händler. Ist ja kein weiter Weg. Wir müssen nur gucken, dass wir den Zaun nicht mitnehmen. Ja. Vorne bei der Birke wird es wieder extrem knapp. Genau bei der. Ne, war die gar nicht. Kommt noch, das wird noch wilder, oder? Ah ne, das war die. Gut. So. Sehr schöner Drescher, hat Spaß gemacht. Muss man sagen. Gut, dann jetzt zügig. Jetzt muss das Ding hier runter. Da müssen wir mit dem Traktor hochdüsen. Dann müssen wir den Drescher wieder abholen. Alte Mühle, am liebsten würde ich was Neues kaufen dafür. Stellen wir den hier so hin. So, das Feld ist abgeerntet, sind ca. 26.000 Liter untergekommen. Oh, das ist gut. Sehr schön, dann gib das zu den Bienchen, dann freuen die sich. Und dann kannst du gleich mal gucken, was das Wasser macht. Ansonsten müsste ich da gleich nochmal Wasser auffüllen wahrscheinlich. Dürfte auch nicht mehr allzu viel drin sein. Sind noch 31.000, knapp 500 Liter drin. Oh, dann habe ich nochmal aufgefüllt. So, dann stellen wir den hier hin. So, wo ist meiner? Der steht. Hä? Hast du den Drescher schon hochgefahren? Ich habe gar nichts hochgefahren. Ach na, da hinten steht er. Okay, passt. Ja, ich habe ihn gefunden. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann ging das schneller als gedacht. Ich habe schon ein Schlimmeres befürchtet. Dann jetzt diesmal schnell nach oben. 7700 Liter habe ich nochmal. Sonnenblumen und 14.600 Mais. Also es hätte beides in beide Anhänger gepasst, aber hätte ich den Mais vorne rein gemacht, wäre es deutlich knapper geworden. Wenn wir uns da auch richtig entschieden. Das ist auch ein breiter Traktor, ey, Wahnsinn. Sich an wie so ein Autoscooter, die Hupe von dem Fendt, wenn das losgeht, oder so ein Karussell. Gut. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Der eine Rudolf, der war ja von uns, den du runtergebracht hattest, gell? Oder waren das beide Anhänger vom Fritzel, vom Hilden? Der war nur der Kleine, der Star-Achse war von ihm. Ja. Okay. Gut. Gut, gut. Das Feld ist leer. Sehr schön. Leer gefällt es mir am besten, obwohl. Wenn ich selbst geerntet habe, dann gefällt es mir leer am besten. Weil das heißt dann Money, 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 Money. Was wieder? Wobei, ich glaube.
Lass den gleich mal hier stehen. Ich muss erstmal hin da. Äußerst fachmännisch hier geht das voran. So. Was wieder? Guck mal, da ist ja der Holger. Ach ja, die ist voll. Ja, kannst den Rest erstmal ins Lager erstmal machen. Ja mal sagen können, jetzt bin ich umsonst runtergefahren. Na dann. Oh, das Gras ist auch wieder komplett erntereif, ne? Ja. Wächst auch wie Unkraut, ey. In dem Fall ja aber gut. Ne gut, dann dann fahren wir die Ernte ein. Und jetzt doch erst zum Nee, Quatsch, ist ja Quatsch, zuerst zum Hilton zu fahren, weil ich muss ja den Anhänger dort lassen. Ach ja. So. Boah, da steht Schneidwerk noch, das muss ich auch wegfahren, sonst gibt's mega. Wie oft hast du das jetzt hier gewendet? Das, was ich jetzt gerade hier schwade. Ja. Ja, leider auch wieder, weil ich hab mal was getestet gehabt. Ja. Das hat nicht so wirklich funktioniert. Hm. Ich bin nur mit dem Frontmähwerk und mit dem. Warte mal, Telefon. Messer? Maximilian! Ja. Die sind alle gemein zu mir. Wer? Alle. Ich spiele mit meinen Gefühlen. Dann rampeln sie auf mir rum. Und dann jetzt rammen sie mir noch hinterrücks das Messer in den Rücken. Wer ist denn dran? Das ist der Franz. Ach, Ackermann. Hm. Ja, warum frage ich eigentlich? Ja, du wieso? Du bist ja auch begeistert. Wenn ich dich anrufe, um dir einfach mal mein Leid zu klagen. Wieso, was hast du denn? Erzähl mal. Alex, ich muss irgendwo Luft ablassen. Ich glaube, du bist der beste Ansprechpartner. Was machen sie denn? Was ist dir denn passiert? Da weiß ich nicht. Die führen alle was im Schilde. Ich wollte doch nur jedem helfen. Was machst du denn gerade? Ernten. Im Übrigen, ich hab was für dich. Was denn? Brauchst du Raps? Nee. Das hätte ein halbes Feld Raps für dich kostenlos. Ja, wenn es nichts kostet, nehme ich es natürlich. Was ist da? Wisst ihr? Und genau das meine ich. Wisst ihr? Das biete ich den anderen auch immer an. Die nehmen wir bloß. Wisst ihr? Immer ham, ham, ham. Wenn man dann mal was braucht, was ist denn dann? Ne? Wo sind sie denn dann? Dann sind sie alle weg wie die kleinen Ameisen. Wisst ihr? Wie solche kleinen Blattschneider-Ameisen sind sie alle verschwunden. Ja. Ja, und was brauchst du was, oder was? Nein, du bist mein Seelentröster. Ach so. Ja, dann warte mal kurz. Ich muss mal hier kurz aus dem Traktor blöken. Raus wieder! Ja? Wo muss denn der Mais hin? Das, mal, da, der Mais, das Mais? Keine Ahnung. Da der blaue. Ach ja, okay. Einfach einladen. Okay, super, danke. So, ja. Weißt du, Maximilian, und dann haben wir diese Diskussion mit den Produktionen, weißt du? Ich meine, gut, wir hatten ja damals auch eine kleine Diskussion, weißt du? Das war vielleicht auch nicht richtig von mir. Das gebe ich auch offen zu. Aber ne, sieh es mal so, man ist alt, man ist eigenständig, weißt du, und die Erleuchtung kommt manchmal ein bisschen spät. Aber lieber spät als nie. Das ist richtig. Weißt du, und wenn ihnen dann was angeboten wird, wo man dann als alter Mann vielleicht ein bisschen länger drüber nachdenkt, ne, und sich dann dafür entscheidet,
dann bekommt man einfach gnadenlos den Dolch in den Rücken gerammt. Das ist so gefühlsverletzend. Da musst du mal ein bisschen ins Detail gehen, sonst kann ich dir schlecht folgen. Das weiß ich nicht. Ich muss jetzt erstmal pullern gehen. Na, mach das. Dann können wir gleich weiterreden. Jetzt wieder mal meist ruf ich an. Ja. Alles klar. Und dann lege ich mich ins Stroh. Und wiederhören. Jo, ciao. Ja gut, da haben wir die Leidensgeschichte vom Ackermann kurz gehört. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Schaut mal, was er meint, was er da wieder, was wieder mit ihm Schlimmes angestellt wurde, wo wir ja noch gar nicht angefangen haben. Ansonsten schaut bei den anderen vorbei, die sind in der Videobeschreibung verlinkt und wir sehen uns in der Donnerstagfolge wieder. Bis dahin, schöne Woche und ciao.